Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Sea of Thieves. Wir haben gutes Wetter hier erwischt und wir würden heute gerne, warum wir, Avataras ist dabei. Moin. Wir würden gerne das nächste Kapitel heute in Angriff nehmen, weil das hat sich jetzt ein paar Tage hinausgezogen, aber wir wollen ja eigentlich alles noch präsentieren bzw. mal spielen. Jo, gut, ich würde sagen, legen wir direkt los, weil die Alte, ihr wisst, die babbelt ganz schön lang. Aber wir wollen ja wissen, was sie uns zu sagen hat. Also, hier bestimmt nicht, wir wollen ja ein Buch mitnehmen. Wir waren bei der Nummer 2. Bam, jetzt fängt sie an, die Alle. So. Das heißt, mal eine Runde hinsetzen. Die Klappe und halten. Die spannende Geschichte der versankenen Pearl anhören. Und zuhören, genau. And now you understand the truth better, yes? Because of the treasure he stole, Jack Sparrow lost his freedom. And now that same fate come for us all. The ferryman, him knew all about the threat we face. Not from his prisoner, no, but from the darkness that followed that prisoner from beyond the horizon. The Flying Dutchman and its forsaken captain, David Jones. Ah, you have heard him name before, I think. Maybe in a bedtime story. But the danger him bring to the Sea of Thieves is more than just a tale. Now that Jack's treasure is in Jones's possession. If David Jones is not stopped, this world will sink into shadow. Jack is the only one who held the key to reach David Jones and take back that treasure. But now, poor Jack is beyond our sight. Set adrift in the sea of the damned. Still, we may not be so lost as that, for Jack's destiny is a tangled web, tied with the fate of him one true love. Jetzt klingt das so spannend, ich musste einfach das Popcorn holen. Boah, lecker, oder? Richtig lecker, wie sie da. A precious gem sunk to the bottom of the sea. In her, there's hope. Maybe even a way to reach those who are lost. This journey is a treacherous one. The seas have many secrets, long since forgotten. What you think you know of its past is only a glimpse to the door that David Jones opened. But now, I feel we have no choice. Take these papers and study them. Then, dive into the deep and find the heart of the sunken pearl before the dark water swallows her forever. Ja, es geht um die Black Pearl. Ich glaube, diejenigen, die jetzt hier Fluch der Karibik verfolgen, die sollten auch wissen, was die Black Pearl ist. Das ist ein Schiff, ne? Das war das grüne Auto, ne? So in etwa. Das war ach, der Käfer mit der 53. Ja, jetzt weiß ich. So was war das, genau. Okay, also die Alte hat zu uns gesprochen. Wir haben hier, wo haben wir es denn? Ach, mit Leertaste ging das. Wir haben ein Buch bekommen mit ganz, ganz vielen Seiten. Das Problem ist, ich habe hier den Play-Button für die Videos noch nicht gefunden in dem Buch. Ja, legen wir los, oder? Gar nicht lang aufhalten, direkt. Wo bist du? Ah, okay. Da legen wir direkt mal los. Gekonnt. Wir werden das Schiff auch nicht umgestalten. Das heißt, wir bleiben mit einem neutralen Schiff. Ich werde gleich die weiße Flagge hissen. Es gibt Regeln hier in Sea of Thieves. Spielerschiffe, die neutral sind, beziehungsweise weiße Flagge, eigentlich sollte man die nicht angreifen.
Habe in letzter Zeit viele schlechte Erfahrungen gemacht mit Idioten auf den Servern. Ja, dazu kann ich auch sagen. Ich wollte schon mal gucken, was da funktioniert, wie das funktioniert, und mir wurden jetzt schon ein paar Mal direkt davor abgefangen. Und man bereitet sich aber auch nicht groß vor. Ich will ja eigentlich nur schnell da, zack, die Mission machen. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht 1000 Kanonenkugeln und was weiß ich hier eingesammelt. Und da ist es halt, ich finde es ein bisschen fies, dass man nicht dazu kommt, die Missionen zu machen, weil irgendwelche, ja, meinen, da Probleme zu schieben. Okay, wir Genau, müssen, kurz zur Mission. wir haben es schon Da gesehen, hinten, genau. wo dieser kleine, dezente blaue Lichtstrahl ist. Das ist die Mission im zweiten Kapitel. Und da versuchen wir jetzt mal irgendwie hinzupaddeln. Deswegen, wir haben das Schiff jetzt auch grundsätzlich mal gesagt, okay, weil es gibt ja auch die Regel, Anfänger werden auch nicht angegriffen. Haben wir uns mal gesagt, wir lassen mal die Lackierung vom Schiff weg. Einfach, dass wir in der Aufnahme mal ein bisschen Ruhe haben. Und dass wir rüberkommen, als wären wir Anfänger. Genau. Das sind wir ja, Weil es ist, glaube ich. ja, passt ja eigentlich. Nein, weil, ich sag mal, wenn wir so Privatabend zusammen hier rumschippern, gehen wir auch mittlerweile auf alles drauf. Das ist alles kein Problem mittlerweile. Nur in der Aufnahme. Es ist schwer abzuschätzen, wie lang das Kapitel geht. Ich gehe mal stark davon aus, zwischen 2 und 4 Folgen werden das wieder sein, die aber alle zeitnah hochgeladen werden. Wenn ich aber jetzt gleich in der ersten Folge zuerst gleich ein Skelettschiff habe und dann auch noch gleich ein Spielerschiff, was mich angreift und was weiß ich was. Also dann habe ich für das Kapitel auf einmal 8 bis 10 Folgen, weil mir einfach zu nichts kommen. Und das ist halt der Genau. Punkt. Das möchte ich halt in der Aufnahme umgehen. Komm, wir lassen die Lampen an. Das ist mir wurscht. So, dann müssen wir Ja, mal dann gucken. signalisieren wir halt damit, dass wir Anfänger sind, weil als Erfahrener machst du die Lampen aus, um nicht aufzufallen. Aber ich würde behaupten, das Dingens ist sehr, sehr weit weg. Das Das Ding ist, ich heißt. habe das vor dem Stream schon mal so ein bisschen vorbereitet, auf der Karte markiert. Sind 2, 4, 6, 8 Quadrate nach Süden. Gut, dann würde ich sagen, damit das sich nicht alles zu lange zieht, komme ich jetzt her und mache hier an der Stelle einen Cut rein. Genau hier an der Stelle. Und wir sehen uns, wenn wir bei den blauen Lichtchen sind. Also bis gleich. So, wir sind kurz vor dem Ziel. Ich glaube, es wird Das Zeit, noch hört ein man paar. auch an der Melodie. Sobald man sich dem Zielpunkt nähert, kommt eine etwas spannendere Melodie. Nee, die nicht. Aber ihr hört es ja bei mir auch. Oh, ihr hört es ja bei mir. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Leute, sorry. Sorry. Du musst die Musik ausschalten, ne? Na, ausschalten nicht unbedingt. Es reicht, wenn ich es sehr, sehr leise mache. Weil, oh, das hatte ich nämlich auch in, ich glaube, im zweiten Video hat sich Disney bei mir beschwert, dass die Rechte bei Disney liegen mit den Liedern. Das finde ich ein bisschen, also das ist so ein Punkt. Das finde ich bei Games eigentlich schäbig. Weil ich finde, bei Games an für sich, man sollte spielen können mit der Musik. Und nicht noch mit, das ist meine Rechte oder sonst was. Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, wir Ich ziehe können den hier Anker Anker. setzen. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier schwimmt so ein bisschen bemoostes, bepilztes Zeugs rum. Und Wrackteile. genau. Unsere Mission ist es jetzt, den Teilen zu folgen. Und das werden wir jetzt mal tun. Weil wir suchen ja nach dem Schiffchen. Eine schöne Sirenenstimme. Also die Story haben sie schon schön gemacht hier drin. Auch schön gemacht mit den Korallen da dran.
geht's jetzt lang? Ach, da. So, eine Luftblase gesammelt, die hast du auch, oder? Ja. Da muss man halt hier immer ein bisschen drauf achten. Weil, wie ihr sehen könnt, es geht sehr, sehr tief runter. Und für gewöhnlich geht es bei Menschen nicht so gut mit lange Luft anhalten. Was hier auch ein Punkt ist, was ich dazu erwähnen sollte, wir sind in keinem fremden Missionsgebiet. Das ist noch kein spezielles Seemannsgarn-Level, sondern das ist alles noch in der Hauptkarte drin. Das heißt, wir tauchen hier wirklich in den Ozean ein vom Spiel. So, wieder Sauerstoff bekommen. Mir fehlt noch irgendwie das Gimmick, dass man die Fische hier so fangen könnte, ne? Wenn man doch eh schon dran vorbeischwimmt. So, und jetzt muss die hier irgendwo sichtig sein. Ich glaube, da kommt sie jetzt, oder? Oder auch nicht? Jetzt fängt schon an. Ja, erst mal. Ach, da sind die Schäden. Erstmal runter zum Wrack. Genau. Da sind die nächsten. Dann liegt ja hier noch der Mast. Da ist nochmal Luft. Genau, jetzt kriegen wir die Luft von den Korallen. Und hier müsst ihr jetzt auch gleich eigentlich... Da ist es. Das Schiff der Freiheit. Da liegt die Black Pearl. Haben sie ja schön nachgebaut, muss man sagen. Voll in Ketten gelegt, ne? So, wir haben das Schiff der Freiheit erreicht. Das heißt, hier geht es jetzt erstmal runter. Wir suchen mal alles ab. Gucken uns mal so ein wenig um. Ich hoffe ja, dass der Sauerstoff reicht. Reicht der. Ich hatte Boden. Wenn du hinter mir schwimmst, kriegst du immer wieder ein bisschen Luft zugepäschelt. Da blinkt was. Den darfst du nehmen. Was haben wir denn? Ein Schlüssel. Einen Schlüssel. Ah, die Viecher kennen wir doch auch schon hier. Die haben wir doch auch schon. Ich glaube, jetzt wieder raus. Genau, zur Kapitänskajüte. Ich finde das nur so ein bisschen... Wundern, ich hab das schon gespielt heute Nacht. Einfach um zu gucken, wie lange es dauert, ob das Sinn macht, ob es Probleme gibt. Da ich auch teilweise in den Foren gelesen habe, dass das Update teilweise auch Ladefehler hat. Ist nicht sehr bugfrei. Ich hatte gestern keine Probleme, außer einen kleinen Clipping-Fehler. Ja, wir hatten auch schon das heißt, Fehler. Ich bin geschwommen und war dann an der Wasseroberfläche und konnte Land sehen und war dann auch wieder unter Wasser. Jacks Kompass. Yo. The fearless crew of this once proud vessel. They fought so bravely. Da in die Richtung. Now they are captive. Their lives held forfeit. Ja, die leuchtet jetzt den Weg. And now a flame of hope descends into this cold darkness. Lass mal hier unten Luft holen. Born here from the world above the waves. I beg you, do not abandon them to their fate. That which you now possess will guide you onward. Also der Kompass zeigt hier runter, also voran. Also gehe ich mal... Ja, nimmst du nicht den Kompass, weil sie sagt, sie erhält dir den Weg und dann siehst du, wie die Korallen anfangen zu leuchten. Ach so, ich bin nämlich jetzt nach dem Kompass, weil ich den eh in der Hand hatte und der zeigt den Weg hierhin. Oder da. Also ich glaube halt in die Höhle hier, oder? Der Kompass zählt hier nicht. Der funktioniert hier. Der bringt nichts. Aber du siehst halt, die Korallen haben jetzt angefangen zu leuchten. Das ist der Weg. Aber wenn das der Weg ist, dann funktioniert doch der Kompass. Weil der lotst mich ja hier rein. So, Blubberbläschen. Aber es sieht ja schon geil aus, ne?
Nochmal Blubberbläschen zur Sicherheit. Hier ist dieses genau. Vegetierende zurück zum Schiff. Mhm. Weil wenn du das nicht weißt mit diesen Dingern hier, dann steht da nämlich auch Seemanns, wenn du ein bisschen wartest, stehst du dann Seemannsgarn fortführen. Jetzt steht es nämlich hier, Seemannsgarn weiterspinnen. Ach, hier ist jetzt die Tür aufge... Okay. Check ich alles. Alles im Kopf. Alles da irgendwo. Wo müssen wir denn hin? Ach, da. Ja, schon ganz cool. Und alles ist schön ausgeleuchtet hier mit den Korallen. Das ist geil gemacht. Mhm. Vor allen Dingen, guck mal die Decke. Die Wasserreflexion an der Decke da oben. Ja. Ja, überhaupt mit Lichteffekten und Wasserreflexion und was weiß ich, das haben die eh hier schon geil gemacht. So, ganz wichtig. Futter holen. Erstmal den ganzen Müll weg. Och, ich hab Würmer einstecken, das ist schon... Mangos und... Kokosnuss. Hier sind Munitionskisten. Was machst du denn hier? Ich glaube, bei dir spinnt's hier. Das war's noch nicht. Mal Muni holen. So, die Rätsel sind eigentlich immer ganz... Die sind blöd, die Viecher. Ja, die machen in der Nähe Giftschaden. Aber dafür hat man ja hier eine tolle Minikiste stehen. Ja, du. War's das? Nein. Ach. Die können uns aber auch nicht in Ruhe lassen, oder? Das sind die schlimmsten von denen. Was, die Blitzer? Nee, die dicken. Ach so, die, ja, weil die machen mit einem Schlag bist du direkt platt. Alle kannst du im Nahkampf machen und der haut eine riesen Druckwelle raus. So, dann darfst du das machen. Hier liegt so, das Sirenenherz. Ja. Das... Ach, warte mal, hier gibt's ein Buch. Hier liegt ein Buch. Also für die, die das auch spielen wollen, mit 100%, hier liegt das Buch Die Glückssträhne. Sehr schön. Dankeschön. So, mit. Du brauchst das Herz. Ja. Das muss in... Nein, die hat eins. Müssen wir mal gucken. Da ist ein Herz drin. Hier fehlt das Herz. Ah, okay. Steck's in die Sirene. Verkehrt. So, wie du siehst, haben wir hier drei Sirenen. Hier ist eine mit einem Stein in der Hand. Die hat eine Kette in der Hand. Hier ist eine mit Feuer. Eine Blume in der Hand. Genau, und da hinten ist die mit der Kette in der Hand. Und hier in der Mitte steht eine, die hat ein Horn, also eine Bläserin. Und hier gibt es diese tollen Info. Oder diese tolle Info. Wo du die Stäbe der Sirenen siehst. Mhm. Und kleine Hinweise. Das heißt, das erste ist der mit dem Stein. Ein Stab nach unten. Das heißt, du musst jetzt die mit dem Stein suchen und die so lang prügeln, bis der Stab runtergeht. Einfach mal den Arm brechen. Dann kannst du den bewegen, wie du brauchst. Warte mal, da haben wir Kette. Kette. Unten. Kette könnte doch so stimmen. Kette ist oben. Ja, Kette passt. Und Feuer ist und dann so haben wir vor, noch den vorm, der Feuer passt doch in der auch. Mitte, der passt auch. Und dann hauen wir das, die das Ding nochmal. Und jetzt werden wir hier drin ersäuft. Oder so. Und ich finde die Rätsel ganz nice gemacht.
Schon irgendwie ganz cool, ja. Aber ich sehe schon, hier kommt das nächste Rätsel. Genau, und dazu müssen wir dann runtertauchen und die neu einstellen. Alle drei nach oben. Okay. Ganz nach oben. Genau. Also Kette passt. Stein ist auch gemacht. Und dann boxe ich die Bläserin. Es sieht passend aus, ja. Aber dann... Da kommt wahrscheinlich noch mehr Wasser und dann geht's... Ach nee. Was haben wir denn hier? Ah, ich ahne so etwas. Guten Flug. Oh ja. Und das nächste Rätsel. Aber die stehen jetzt auch hier oben. Oh, keine Muni mehr. Sollte mich mal... Oh. Mal für sie heilen, ne? Was haben die denn für Leiden? So. So, aber ich glaube, wir machen die jetzt alle noch fertig. Und dann wird's so in Richtung zweite Folge gehen. Mädel, sterb. Sehr schön. Hä? Ich dachte, du bist weg. Ich glaube, du spinnst. Was ist denn dein Problem, Mädel? Achso, ich habe immer noch keine Muni. Alle besiegt. Wie der Sirenenherz. Dann machen wir jetzt den Cut zur nächsten Folge, ne? But now we have awoken, and we are hungry. There is so much you do not comprehend, and so little of your life left in which to learn the truth. Jo, dann würde ich sagen, kurzer Cut, und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.